Und wir sind wieder da bei Need for Speed. Tja. Tja, nachdem wir in der letzten Speedwall-Folge die beiden schnellsten Autos getestet haben und auch auf unserer Speedwall verewigt, werden wir jetzt also die billigsten Autos nehmen und gucken, wie groß da der Unterschied sein wird. Ja, der hätte sich ja nicht so gut geschlagen, der kann gleich wieder gehen. So, verkaufen. 224, ja gut. Geldprobleme haben wir diesmal vielleicht nicht, wenn wir die billigsten kaufen. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wer die überhaupt sind. So. Ja, die sind umsonst so 8000. Oh ja, da haben wir schon zwei. Die sind ja sowieso in der Reihenfolge geordnet, ne? Ist es tatsächlich die Wahrheit? Ja. Okay. Die hatten wir tatsächlich beide noch nicht. So. Ja, die Liste ist lang. So, wo sind die denn hier? Volvo und Volkswagen. Golf. Ah ja. Erste Generation. Was bietet der GTI der ersten Generation grenzenlosen Fahrspaß? Ach so. So. Äußerst erfolgreich, okay. Was? Ist in Skandinavien ein beliebtes Tuning-Fahrzeug, wo es von perfekt restaurierten Modellen bis hin zu extrem leistungsstarken Drag-Monstern. Okay, irgendwas stand noch mit legendär, das will ich jetzt auch noch wissen. Ja, legendären Rennfahrzeugen gilt was? Okay, das. Okay. Ja, werden wir ja sehen, ob der jetzt auch zur Legende wird. So, das heißt, ich stelle den mal wieder ein und dann sehen wir uns wieder. Ja, da sind wir fertig mit dem. Gucken wir einmal rum. Mir kam es beim Aussuchen von den Teilen so vor, als würde das Auto einen Zuhälter fahren. Deswegen habe ich jetzt die Farbe und die Bilder auch so gemacht. Wir sind luxuriös drauf und ziemlich harte Hunde. So, Logo ist natürlich auch dabei. Tja. Felgen aus Gold, alles klar. So, jetzt müssen wir damit nur noch raus. Und den einstellen. Okay, der Motor klingt ein bisschen interessant. Ich bin da nicht sicher. Okay, das ist irgendwie komisch. Okay, das. Was macht denn der? Okay, der. Na, da legt er sich aber mit dem Falschen an, ne? Hat er wohl nicht gesehen. Den hier so komisch, der Motor. Okay, der geht sehr extrem in die Kurven. Aber so ist er eigentlich recht direkt. Na, das ist auch okay. Aber obwohl das eigentlich gut ist, oder? Ist das gut? Ich bin nicht ganz sicher. Hier kommen wir prima rum. Oh, ich fahre den mal hinterher. Wir haben. Diesmal will ich die Tageschallenges mit einbauen. Weil ich habe fast die 50 voll für einen Monat. Und ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn man das wirklich geschafft hat. Was man die Belohnung, wie das aussieht. Das heißt, das werde ich diesmal auch mit ins Video reinnehmen. Und eine von den Tageschallenges ist auf jeden Fall Punkte kriegen für Polizeirammen. Die haben heute alle was mit Polizei zu tun. Die ist ja ganz schön unterwegs, so. Da kriegen keine Punkte für. Wo ist die hin? Bleib doch da. Also irgendwie nach dem Starten macht der Motor ganz komisch. So, ach jetzt. Bam. So, drehen wir nochmal um, fahren wir gleich nochmal rein. Zack. Widerstand gegen die Verhaftung, okay. So, nochmal. Zack. Es gab Punkte. So, mal gucken. Ich glaube, 1000 Punkte braucht man. Straßensperren muss man auch durchbrechen. So lange wollte ich denn eigentlich nicht hier rumfahren. Bäm, nochmal. Ja, die Polizei weiß natürlich Bescheid, ne, wer hier drin sitzt. Obwohl bei uns alles mit rechten Dingen zugeht. Wir bezahlen alle Steuern.
Da gibt es keine üblen Machenschaften. Wir sind ein ganz ehrlicher Geschäftsmann. Mit unserem lila Auto und den Goldfelgen. Ja, das ist die Tageschallenge. Wunderbar. So, und jetzt machen wir uns vom Acker. Ich weiß gar nicht, was die anderen beiden sind. Ach so. Cops oder Läuterrammen. Läuterrammen passiert wahrscheinlich einfach so beim Rennen. Ups. So. Aber bei dem Bremsverhalten würde ich wahrscheinlich die Bremsbalance ein bisschen weiter nach hinten legen. Ich werde wahrscheinlich gleich 2 Punkte nehmen. Um es einfach zu übertreiben. Weil das ist mir ein bisschen zu extrem. Ah, der eiert leider ein bisschen rum. Ha. Nee. Da. So, was haben wir gesagt? Die Bremsen. Bremsbalance. Wo ist denn das? Stelle ich ja sonst nie ein. So, ein bisschen weiter nach hinten. Mal gucken, was er jetzt sagt. Aber warum der Motor so eine Faxen macht, das weiß ich ja nicht. Warum der sich so komisch anhört. So. Jetzt ist er nicht mehr ganz so extrem. Gucken, was er jetzt bei der ersten Kurve sagt, ob er noch vernünftig rumkommt. Naja, naja, naja. Mit dem darf man anscheinend keine Unfälle machen. Der braucht ja ewig, bis er wieder in Gang kommt. So, mal die Kurve jetzt nochmal. Ja, ich glaube, ich gehe da nochmal ein. Und dann gehe ich mit den Federn noch einen zurück. So, wo? Hier, Bremsbalance wieder nach vorne und die Federn einen weicher. Ich bleibe jetzt einfach mal stehen und teste mal nur den Motor. Das ist so seltsam. Nein. Nee, ist ganz komisch. Da bin ich am gespannt, wo der seine Höchstgeschwindigkeit hat. Ups. Jetzt ist er ein bisschen schwammiger geworden dadurch. Okay. Muss ich vielleicht den Stabilisator ein bisschen härter einstellen? Hat man noch die Kurve hier ab? Ja, mache ich einfach mal. So, Stabilisator. Ein härter, jawohl. Nochmal. So, jetzt mal gucken, was er so sagt. Okay, ja. Jetzt ist er auch wieder ein bisschen direkter. Lenkt aber so mit einem einfachen Lenken nicht mehr so gut, oder? Die Kurve ist ja immer ein bisschen richtungsweisend. Ja, das war nicht so cool. Ups. So, wir fahren einfach mal irgendein Rennen jetzt. Welches hatten wir letzte Mal? Das hier war ganz gut, ne? Die 9 in der Stadt. Dann werden wir jetzt mal sehen, ob wir damit ein Rennen fahren können. Oh, ich habe vergessen zu gucken, ob wir Teile für den hatten. Weil so waren die Standardteile jetzt nicht so groß verändernd. Oh, da kam er an. So, das war schon mal sehr gut. So, aber durch den Stabilisator können wir jetzt ein bisschen weniger lenken. Aber dadurch ist das ganze Auto stabiler. Ich weiß noch nicht, ob der Trade-off das wert ist. Aber das werden wir wahrscheinlich dann am Ende von dem Rennen hier sehen. Weil eigentlich kommt man ja selten in die Verlegenheit, ohne Bremsen lenken zu müssen. Meistens bremst man ja doch und driftet dann so ein bisschen rum. Zumindest ich. Ja, mein Style. So.
Ist natürlich die Frage, wie gut man damit ausweichen kann. Ist wahrscheinlich das Einzige, wo man das tatsächlich braucht. Da kommt ja schon wieder einer. So, der geht aber auch ganz schön ab. Ich glaube, der hatte knapp unter 1000 PS. So, das war, oh, das war gut. Naja, naja. Ja, aber ich denke, den kann man so lassen, ne? Der ist ja gar nicht so schlecht. Billigstes Auto im Spiel. Und wir haben die trotzdem alle abgezogen. Ich glaube, das war das Rennen von Eddies Challenge. Oh. Und wir besiegen alle. Tja, na, da bin ich mal gespannt, wo der sich einreiht auf der Liste. Neue Bestleistung sogar. Auweia. Das Pimpomobil. Na, da bin ich mal gespannt. So, zurück. So, jetzt brauchen wir nur noch den Kontrahenten. Den haben wir ja schon gesehen. Ah, der Ferrari. Der war gut. Der war gut. Aber der muss auch wieder gehen. 220.000. Ja, ja. So, da sind die ganzen Motorteile noch teurer als das Auto selber. Unfassbar. So, Golf GTI, jawohl. Kaufen. Yeah. So. Dann stelle ich den jetzt auch wieder ein. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, machen wir mal einen kurzen Zwischenstopp. Wir haben einen neuen Schlechtheitsrekord. 675 PS. Dafür, dass beides die billigsten Autos sind. Einer mit knapp 1000 und der andere jetzt mit knapp 700. Naja, naja. Ja, da sind wir fertig mit dem Golf. Mal einmal rum. Ich weiß gar nicht, wie man den Style jetzt nennen soll. Diesmal tatsächlich wieder mit Bodykit, weil es kaum Teile gab. Aber eigentlich dachte ich, ich hätte die Scheinwerfer angepasst, aber müssen wir gleich nochmal gucken. Tja, hier die coole Frau in grün. Totenkopf. Alles klar, hier sieht ein bisschen Space-mäßig aus. Logos, ich glaube, das ist der erste Kombi oder zumindest ist es Hatchback. Gibt es ja auch noch. Wahrscheinlich eher sowas. Was wir hier fahren. Dass man gar keinen richtigen Kofferraum hat. Tja, und jetzt gucken wir nochmal nach den Scheinwerfern. Ich hatte tatsächlich Teile gefunden für die Scheinwerfer. So, hier. Ja, ich weiß nicht, was das sein soll. Ob da jetzt keiner drin ist. Ach, kann man beide unabhängig voneinander machen? Was ist denn das? Hä? Momentan zugewiesen. Ach so. Okay, ich bin nicht sicher, was das sein soll. Tja, aber das Bodykit erlaubt keinen Spoiler. Und standardmäßig hat man noch gar keinen Spoiler hierfür. Das heißt, Abtrieb kann man gar nicht einstellen. So, gucken wir jetzt nochmal hier. Hier hatte ich nämlich auch gesehen, dass ich irgendwelche Teile gekriegt habe. Auf jeden Fall Scheinwerfer. Okay, da gibt es einfach noch mehr. Ich nehme mal die. Da können wir besser sehen. Und es gab, glaube ich, auch Kotflügel. Ha. Huh. So, den haben wir schon. Ja. Das kann schon bleiben. Okay. Das heißt... Oh nein, oh nein. Wir gehen jetzt mit dem Golf auf die Straße und testen den aus. Tja, der klingt nicht so toll und hat anscheinend... Oh, da steht schon einer. Oh, der klingt doch gut. Nur ein Scheinwerfer auf einer Seite, okay. Ich weiß nicht, was das soll. Oh. Das ist ja komisch. Nee, halten wir da mal komplett an. Vorderradantrieb. Oh, das hat man auch selten. Okay. So. Was macht denn der? Okay, jetzt hat er's. Oh, der beschleunigt gar nicht mal so schlecht. Oh. Oh Mann. Da müssen wir den jetzt komplett anders einstellen als alle anderen.
weil er einen Vorderradantrieb hat. So, und ich habe gerade natürlich Blödsinn erzählt. Wenn man hier nochmal rumguckt, beim Bodykit ist anscheinend ein Spoiler mit bei. Das heißt, Abtrieb kann man doch einstellen. So, was machen wir jetzt aber mit dem... Auf jeden Fall die Bremsbalance, die muss nicht so weit vorne sein. Ja, und denn? Und denn? Vielleicht die Federn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Federn weicher? Da, und machen wir mal so wie beim Volvo. Mal gucken. Obwohl der schon ein bisschen seltsam klingt. Komisch aussieht. Naja. So, naja, lenken tut er noch. Naja. Mal gucken, wie wir gleich um die Kurve rumkommen. Oh, jetzt kriegen wir noch Verkehr hier. Oh, das hat geklappt. Naja, da müssen wir eins zurück. Glaube ich. Warten wir nochmal die nächste Kurve ab. Wenn wir die Bremsbalance ein bisschen weiter nach vorne machen, dann kommen wir vielleicht wieder ins Driften. Ja, mal gucken. So, mal gucken. Ob das jetzt tatsächlich was bringt, wenn wir die einen nach vorne machen nur. Die andere Option wäre natürlich noch, dass wir die Vorderreifen ein bisschen mehr Richtung Drift machen. Aber mal gucken. Aber das geht, glaube ich, schon so. So, Verkehr ist natürlich im Weg. Naja, ich... Dann muss ich noch die nächste Kurve abwarten. Das war jetzt nicht so aufschlussreich. Und rum. Nee, das ist nicht gut. Nee, das möchte ich aber nicht so. Nee, wir gehen doch noch mal die Federn ein. Steifer. Geh doch weg. Ja. Ja, wollte ich. Ich wollte eigentlich nicht die Reifen machen. So. Wie viel das jetzt gebracht hat. Naja, das war komisch. Weil dann. Ah, nee, da müssen wir doch die Reifen machen. So, Reifen. Ein nach hier. Ja, mehr Grip. Hinten ist vielleicht okay, ja. Nee, akzeptieren. So, jetzt raus. Tja, mal gucken, wo wir jetzt sind. Ob das schon reicht. Aber langsam gehen mir die Ideen aus, was man hier noch anders machen kann. Aber das scheint doch besser zu sein. Ja. Die erste Kurve. Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt natürlich ein bisschen komisch, ne? Der erste Honda Civic war ja auch mit Vorderradantrieb und seitdem nur noch Hinterradantriebautos gefahren. Da weiß ich ja nicht, was daraus jetzt wird. So. Schlage ich mal vor, fahren wir auch nochmal das Rennen. Zu gucken, ob hier wirklich alles okay ist. Und dann bin ich tatsächlich mal gespannt, was dabei rauskommt. Wenn man hier die billigsten Autos im Spiel nimmt und komplett auftunt. Ups. Na, da macht er ja komisch. Und die denn vergleicht mit den teuersten Autos und die komplett auftunt. Was da der Unterschied ist. Oder, oh Mann. Boah, okay, Driften ist nicht so toll. Obwohl ich mir für den hier nicht so viel verspreche. Der klingt so komisch. Der fährt sich auch ein bisschen seltsam. Da bin ich ja mal gespannt, was der Volvo schafft, aber von dem hier erwarte ich nicht so viel. So, jetzt so, allein vom Fahrgefühl her hat sich der Fair Lady auch schon besser gefahren als der. Der driftet überhaupt nicht richtig. Das entspricht ja nicht meinem Stil. Ups. Okay. Naja, nicht so, so richtig geht's nicht, ne? Nee, selbst mit Nitro ist die Beschleunigung nicht so toll. Und
der Sound ist auch nicht so das Wahre. Ups. Das war schlecht. Tja, obwohl ja eigentlich Vorderradantriebautos für mehr Grip sind, entspricht das vielleicht tatsächlich nicht meinem Fahrstil. Dass ich jetzt nicht damit zurechtkomme. Und einfach so versucht zu fahren, wie sonst auch. Was aber gar nicht klappt. Tja, ja. Ups. Dafür ist, wenn er aus der Kurve rauskommt, ist er sofort wieder da. Normalerweise wäre das ja eigentlich gut. Aber so ist es ja ein bisschen komisch. Naja, naja. So schneller als der Volvo war er nicht. Tja. Was haben wir denn jetzt noch? Oh, wir müssen auf jeden Fall noch eine Tageschallenge schaffen. Und eine von denen war ja mit 100 km/h. Ups, Leute rammen. Zack, Tageschallenge erfüllt. Neuer Monatsrang plus Auspuff Krümmer. So, wir sind entkommen. Gucken wir einfach mal hier. Monatsrang 50, es gibt keine Belohnung. Du hast Rang 50 erreicht. Ja. Komme zu Beginn des nächsten Monats zurück und versuche wieder Rang 50 zu erreichen. Okay. Wo ist jetzt der Krümmer? Wo ist er? Das ist alles. Den kann ich doch mir einfach so kaufen. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas richtig Cooles bei rum. Naja, naja. So, dann war's das. Aber mit der Einstellungsfolge und in der nächsten Folge sehen wir uns dann zum Rennen. Zum Duell zwischen den beiden billigsten Autos. Ja, Volkswagen gegen das Pimpomobil hier. Den Volvo. Also dann bis zur nächsten Folge von Need for Speed.